Einen wunderschönen, liebe Cineasten-Crew! Heute möchte ich mit euch über den Anime-Klassiker Das wandelnde Schloss des Erfolgsstudios Ghibli und Erfolgsregisseur Hayao Miyazaki sprechen, der nach seinem einst letzten Film, Wie der Wind sich hebt, aus dem Jahr 2013 nun sein internationales Comeback mit Der Junge und der Reiher gefeiert hat. Über den Film werde ich auch demnächst sicherlich noch ein Review machen, aber heute geht es um Das wandelnde Schloss. Und ich freue mich jetzt schon wie ein Kind über diesen Film zu sprechen, den ich erstmalig vor wenigen Tagen mit meiner Frau gesehen habe. Natürlich kenne ich einige Filme von Miyazaki, Prinzessin Mononoke, geil, aber lange nicht alle. Eine Schande, dass ich den bis dato noch nicht gesehen habe, also muss ich wirklich eingestehen, ich habe wirklich viel verpasst. Aber gut, jetzt geht's los. In Das wandelnde Schloss geht es um die Hutmacherin Sophie, die durch einen magieaffinen Fremden vor zwei maximal aufdringlichen Soldaten gerettet wird. Perplex von diesem Erlebnis kehrt sie in ihre Hutmacherei zurück und wird von der Hexe des Niemandslandes, die um das Geschehene mit dem Fremden, der sich als Zauberer Haoru herausstellt, weiß, mit einem Fluch belegt, der sie altern lässt und es ihr andererseits auch unmöglich macht, über diesen Fluch zu sprechen. Angewidert und schockiert von sich selbst und der Situation ergreift die nunmehr alte Omi Sophie ihre Sachen und verlässt die Stadt. Auf dem Weg in die Ferne trifft sie auf das wandelnde Schloss des Zauberers Haoru und ergattert dort auf forsche Art und Weise die Position einer Haushaltshilfe. Yay! Gemeinsam mit dem süßen Feuerdämon Calcifer und dem jungen Assistenten Haurus namens Makel bereisen sie die Lande und sind den aufkeimenden Zerwürfnissen zweier Reiche ausgesetzt, die unweigerlich zum Krieg führen. Ob die ungleiche Gruppe dies wird verhindern können und ob Sophie wieder ihre jugendliche Gestalt zurückbekommt, ist dabei maßgeblich, aber nicht allein Teil der Hauptstory des Filmes, der vor allem eines versteht in Bezug auf die Umsetzung und Erzählung seiner Geschichte in den Fokus zu rücken. Und das ist das Harmonisieren aller Eindrücke. Ob akustisch, visuell oder via unterschwelliger Subtextebene. Selten hat mich ein Film wirklich in den ersten Minuten so verzaubert wie Das wandelnde Schloss. Der einerseits vorhandene Minimalismus im Fokus des aktiven Geschehens, im Kontrast zum eher unscharf gehaltenen großen Ganzen, andererseits die filigran, geradezu liebliche musikalische Untermalung mit leichten Klängen, die die Situation nicht übertönt und stört, sondern stattdessen dem Zuschauer den Eindruck vermittelt, gerade mit diesem speziellen Musikstück ein ansonsten unfertig erscheinendes Gesamtbild zu erhalten. Diese innige Verzahnung von Musik und Bildgestaltung macht diese Geschichte und damit auch diesen Film erst reizvoll, da der Zauber über alle Sinne hinweg wahrgenommen wird. Und was aus meinem Mund jetzt pathetisch klingt, ist mein voller Ernst. Wirklich. Selten habe ich einen Film gesehen, ob Anime oder Realfilm, wo die Kunst des Geschichtenerzählens und das Einfangen der Stimmungen der Protagonisten so würdevoll und auf den Punkt gebracht transportiert worden ist. Der Animationsstil oder Zeichenstil, was auch immer hier dann der richtige Terminus technicus sein mag, ist auch ein stetiger Wechsel zwischen Realismus und Surrealismus, zwischen Traum und Wirklichkeit, zwischen ja auch Zukunft und Vergangenheit. Und wie auch, und das ist nicht als Widerspruch zum Letztgenannten zu verstehen, zwischen Jung und Alt. Das Thema Alter spielt eine zentrale Rolle, damit verknüpft auch das Thema Erwachsenwerden, beziehungsweise dann auf Englisch, Neudeutsch, Coming of Age. All diese Themen arbeitet der Film nicht rein plakativ bzw. profan durch die Dialoge ab, sondern inszeniert diese letztendlich auch durch all das, was nicht gesprochenes Wort ist und erzählt dadurch auch die eigentliche Geschichte. Es ist schlichtweg genial. Genial! Meiner Ansicht nach rangiert damit auch Das wandelnde Schloss unter den besten Filmen von Studio Ghibli und sicherlich auch unter den Top 10 aller Anime-Filme, die es da draußen gibt. Last but not least, ich freue mich auf weitere Ausflüge in die Welt der Animes mit euch und hoffe, dass ihr etwas mit meiner Review hier anzufangen wisst. Ich hoffe auch und ich wünsche es euch, dass dieser Film, falls noch nicht geschehen, bei Erstsichtung ebenfalls so verzaubert wie mich. Mehr ist nun meinerseits
wirklich nicht mehr zu Das wandelnde Schloss zu sagen. Eure Meinung gerne in die Kommis und bis bald. Und nicht vergessen, Freunde der Nacht, boah, ich öle wie Sau, boah. Filme sind einfach geil.